Hallo und herzlich willkommen bei unserem Live-Webinar auf LitLounge TV. Mein Name ist Laura Schneider und zu Gast heute ist die großartige Beata Kuriot mit im Gepäck ihr Buch Goodbye Stress. Ihr könnt mir gerne Fragen an Beata direkt ins Studio schicken, ganz einfach über das Eingabefeld unter dem Videofenster. Wenn ihr uns jetzt auf Facebook seht, könnt ihr ganz einfach die Fragen als Kommentar posten. Herzlich willkommen, Beata. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Schön, du bist, jetzt stelle ich dich mal ganz offiziell vor, du bist Atemtherapeutin, ja. Du bist Coach, du bist Bewusstseinstrainerin, du bist Yogalehrerin, du bist Unternehmerin, du bist dreifache Mutter, ja. Und jetzt auch noch Autorin. Das ist ganz schön viel. Und das in einem Atemzug. Puh, ja. Erstmal Luft holen. Das stimmt. Und ich habe immer große Schwierigkeiten, wenn ich mich jemand fragt, was machst du denn so? Mhm. Und deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du das alles jetzt einfach so schnell genannt hast. Das hätte ich gar nicht geschafft. Aber was ich eigentlich mache, und das ist für mich die große Klammer, das ist tatsächlich Yoga. Also all das, was du gerade genannt hast, die Basis ist das Yoga für mich. Und das Ziel von Yoga ist Glückseligkeit. Und das ist, danach bin ich auf der Suche. Auf der Suche nach Glückseligkeit, ja. Und das Ganze ohne Stress? Stress kann ich nicht so ernst nehmen, das Wort. Da werden wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Weil jeder hat es, jeder kennt es, aber irgendwie meint jeder doch was anderes. Und Stress ist so ein Label, was wir draufpacken. Und wenn ich da drunter schaue, dann sehe ich da doch, dass da immer eine Form der Angst drunter ist. Mhm. Und das ist das, was mich interessiert. So nennst du es auch. Vorne steht Goodbye Stress auf deinem Buch und hinten steht, wer Stress meint, sagt Angst. Wer Stress sagt, meint wer Angst. Wer Stress sagt, genau. meint Angst. Ja. So rum ist es richtig. Und das ist eigentlich auch, worum es in deinem Buch geht, Angst. Ja, genau. Eigentlich geht es um, was heißt eigentlich? Es geht um Angst. Und Angst erleben wir auf drei Ebenen. In unseren Gedanken, wo sie oft erzeugt wird, die sich in Emotionen zeigen, ne, wie eben Furcht oder Angst. Und das drückt sich dann im Körper aus. Also Gedanken, Emotionen, Körper, davon handelt auch mein Buch. Wie Angst auf diesen drei Ebenen und wie wir damit umgehen können. Gut, wenn wir jetzt nochmal beim Stress bleiben, also das ist ja jetzt unser Codewort. Wir Richtig. Versuchen es jetzt so wenig wie möglich zu benutzen, weil allein das Wort löst ja schon den Stress aus, oder? Also wenn man, du fragst relativ am Anfang, glaubst du, dass Stress deiner Gesundheit schadet? Ja. Was ist deine Antwort darauf? Meine Antwort, ob ich das glaube? Ja. Ich glaube es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Stress deiner Gesundheit schadet. Es kann deiner Gesundheit schaden, wenn du es glaubst. Mhm. Das ist die Grundfrage, mit der ich reingehe in dieses Buch. Und das Interessante ist, dass wir alle, die allermeisten Menschen, und ich zähle mich dazu, die Idee haben, dass Stress böse ist. Wir können zwar im Stress auch Positives finden, aber wenn wir uns entscheiden müssten, sagen doch die meisten Menschen, nein, Stress ist nicht gut für dich, ist gesundheitsschädlich und ist zu vermeiden. Es gibt aber sehr, sehr viele Studien, die mittlerweile belegen, die genau das Gegenteil belegen, dass Stress auch gut für uns ist und dass Menschen, die nicht daran glauben können, dass Stress ihnen schadet, dass die resistenter werden, dass die länger leben, dass die auch eher einen Sinn finden in dem, was die tun, Herausforderungen eher annehmen. Also dass Stress sehr viele positive Aspekte hat. Da fällt mir zum Beispiel ein, du hast ja auch in deinem Buch mit ganz vielen Experten gesprochen. Ja. Leute, die enorm unter Druck stehen, Unternehmensgründer, Spitzensportler. Ja. Du hast auch mit Ärzten gesprochen, ja. Mit Schauspielern gesprochen, mit verschiedensten Leuten gesprochen. Und das ist jetzt auch dieser Punkt, wenn wir über den Stress reden. Der Stress wird unterschiedlich wahrgenommen. Richtig. Also Stress ist auch gut, zum Beispiel für den Spitzensportler. Ja. Da ist es aber so, und das ist mir noch wichtig zu sagen, im Anschluss zu dem, was ich gerade gesagt habe. Erstmal möchte ich die Angst vor der Angst nehmen, also die Angst vor dem Stress nehmen. Stress hat Positives, ne? Es gibt positive Aspekte von Stress.
Und wir können eine negative Stresseinstellung in eine positive verwandeln. Und Sportler zum Beispiel, die gehen, also ich habe zum Beispiel mit dem Trainer von Dirk Nowitzki gesprochen, der weiß gar nicht, was Stress sein soll. Also der sagt, das, was der Normalverbraucher, was ich Angst nenne, das ist das, was, oder Stress nenne, das ist das, was Spitzensportler geradezu suchen. Ne? Die suchen aber nicht die Angst oder den Stress, die suchen die Herausforderung. Ne? Also erstmal sagt er, und das finde ich ganz genial, und da sind wir, glaube ich, beim Kern der Sache, erstmal ist es ja nur ein Kitzel. Erstmal ist es nur so ein Gefühl in unserem Körper, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, wenn wir aus der Sicherheit rausgehen, in diesen Schwellenraum zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Ne? Dann kommt so ein Kitzel in unseren Körper, und je nachdem, wie wir das bewerten, diesen Kitzel, wenn ich da jetzt also wenn ich Angst davor habe, erlebe ich das anders, als wenn ich sage, boah, das mache ich jetzt. Den Schritt gehe ich. Ist es dann Angst als Bedrohung oder Herausforderung, richtig, wie du es auch in deinem Buch darstellst? Genau. Also und das hängt von deiner inneren Einstellung ab. Ne? Siehst du eine Situation als Bedrohung oder Herausforderung an? Entsprechend reagiert dein Körper und dein Empfinden wird anders, dein Erleben wird anders. Geht es dann darum, wieso, oder fragen wir mal so. Darf ich noch was sagen? Ja. Und wir wollen eben erstmal sehen, erstmal, also mein Buch, ich möchte in diesem Buch erstmal die Angst vor der Angst nehmen, die Angst vor dem Stress nehmen. Stress ist nicht böse. Ne? Also erstmal nehmen wir die Angst und dann gehen wir hin und nehmen die Angst und transformieren die in Mut. Also nehmen diese Angstantwort und verwandeln die in etwas mehr wie Freude, Herausforderung. Und das geht sogar sehr leicht. Das ist sehr leicht, genau. Ja, man muss es nur immer und immer wieder trainieren. Das ist das Wichtige. Es gilt ja wahrscheinlich erstmal, den Stress insofern zu entlarven, ja, und die Angst dahinter zu erkennen. Richtig. Und dann steht da die Angst. Und wie werde ich die dann los? Okay, ich sehe, es geht jetzt um Angst. Erkenne ich vielleicht noch nicht gleich, da brauche ich erstmal das Bewusstsein. Ich stehe im Stau und habe eigentlich ein Bewerbungsgespräch und spüre Stress. Richtig. Und du sagst, okay, Laura, dein Stress ist jetzt gerade nur eine Angst. Ja. Was mache ich jetzt aber in der Situation? In der Situation? Mit dieser Angst? Ja. In der Situation, oder dem Stress? In der Situation kommt, ist die Angst da und die Angst erzeugt ja etwas in dir. Ne? Beziehungsweise die Angst wird erzeugt von Gedanken in deinem Kopf, nämlich dass du zu spät kommst, dass du den Termin nicht schaffst, dass du den Job nicht kriegst, dass du unter der Brücke landest. Am Ende landen wir alle immer irgendwie unter der Brücke. Und das sind die Gedanken, die unterbewusst, unterschwellig unsere Angst oder diesen Stress, wenn wir das Stress nennen, ne, in Anführungsstrichen, dieser Angst befeuern und diesen Zustand erst aufrechterhalten. Denn du könntest nicht länger als eine Minute in diesem Zustand bleiben, wenn du es schaffen könntest, auszusteigen. Und wie schaffe ich es, auszusteigen? Du hast jetzt die Gedanken, ja, angesprochen und genau, da fängt es ja an mit dem Gedanken. Ja. Stress ist ein Gedanke. Ja, so. Genau. Der erste Schritt ist, es hört sich jetzt so simpel an, aber du bringst deine Aufmerksamkeit, erstmal muss es dir bewusst werden, du nimmst es wahr, dass es gerade passiert, dass du diesen Gedankenwahnsinn, dass das Karussell läuft, ne? Das musst du erstmal wahrnehmen können. In dem Moment, in dem du es wahrnimmst, bist du schon einen Schritt draußen, ne? Sonst läuft das ja immer sehr unbewusst ab. Im nächsten Schritt bringst du deine Aufmerksamkeit raus aus dem Gedankenkarussell. Ich nenne das gerne Lalaland oder Fantasien, weil das sind Dinge, die wahrscheinlich nie passieren. Du wirst nie unter der Brücke landen. Also gehst raus aus diesem Lalaland und rein in den Augenblick, in deinen Körper. Und das, also du hast so einen Yoga-Lehrer oder einen Atemlehrer hast du immer dabei. Und das ist dein Atem. Also du hast etwas immer dabei, auf das du dich konzentrieren kannst und das ist dein Atem. Die allermeisten Menschen atmen 13 bis 18 Atemzüge in der Minute im Schnitt. Und wenn wir gestresst sind oder unter Angst stehen, noch ein bisschen mehr. Also wir atmen flacher, schneller und über den Atem kommst du sehr schnell in einen entspannteren Zustand hinein. Das heißt, du atmest tiefer, als du es gewohnt bist.
Du hörst deinen Atem, du bringst die Aufmerksamkeit in den Körper. Du könntest mit den Zehen wackeln, dich bewegen ein wenig, also die Position ein wenig verändern, die Perspektive ein bisschen verändern, auch wenn es nur so ein bisschen rütteln ist. Aber es passiert etwas, du kommst mehr bei dir an. Und das ist etwas, was Britta Hölzel beispielsweise, die habe ich interviewt für mein Buch, das ist eine Meditationsforscherin und eine Neurowissenschaftlerin, die sagt nämlich, dass die Konzentration auf den Körper der beste Weg ist, um auszusteigen aus diesem Hamsterrad. Und dass dieses Herumgrübeln, was wir immer denken, dass uns das hilft, dass das einfach nur, dass das irreführend ist. Das hilft uns nicht. Es senkt für einen Moment unsere Erregung, aber dann bleiben wir doch in diesem Stressmuster gefangen oder in diesem Angstmuster gefangen. Also raus aus der Gedankenschleife, rein in den Körper und zwar mit dem Atem. Jetzt sitzt ja neben mir auch noch eine Atemtherapeutin, also es könnte ja gar nicht besser sein. Ja. Wie geht es denn mit dem richtig Atmen? Du hast in deinem Buch auch so unglaublich viele schöne Praxen, die man gleich umsetzen kann. Also wenn ich mich jetzt selbst sehe in diesem Auto sitzen und ich muss jetzt dahin und ich bin völlig verkrampft und ich soll jetzt atmen. Gib uns doch mal vielleicht eine Atempraxis an die Hand, die wir jetzt, ich und auch alle Zuschauer, so umsetzen können. Wie fängt es an mit dem richtigen Atmen? Also das richtige Atmen, ich tue mich immer so schwer mit Bewertung von richtig oder falsch. Mhm. Ne? Ein Atem, der dich unterstützt darin, in den Körper zu kommen, ist zum Beispiel das kohärente Atmen. Mhm. Da habe ich eine App mitgebracht. Ja. Dann pack doch jetzt mal aus. Sollen wir die mal auspacken? Okay. Also würde das helfen? Das ist tatsächlich etwas, was ich mache, wenn ich unter Druck gerate. Gerne auch im Stau. Was ich eigentlich schon in Stausituationen, ich bin die Frau im Stau, ich liebe Situationen im Stau. Also es ist eine Atmung, in der wir, ich habe ja gerade schon gesagt, die meisten Menschen atmen 13 bis 18 Atemzüge in der Minute und das ist ein Hinweis auf chronischen Stress in unserer Gesellschaft. Das kohärente Atmen bedeutet, dass wir das Tempo rausnehmen, entspannt atmen, tief in den Bauch atmen, also mit unserem Bauch atmen. Die allermeisten Menschen atmen sehr flach hier oben. Das heißt, dein Bauch bewegt sich in der Einatmung, öffnen sich die Lungen, dein Becken, dein Zwerchfell weitet sich, der Bauch geht eher raus, ne, weil die meisten Menschen ziehen den Bauch ja nach innen. Also du entspannst dich in den Atem hinein, der Bauch geht raus, dein Beckenboden spannt sich auf. Das ist wichtig, wir holen das Tempo raus, schon in der Einatmung und wir werden 5 Sekunden einatmen und 5 Sekunden ausatmen. Vielleicht noch hier an der Stelle, ist es wichtig, durch den Mund zu atmen, durch die Nase zu atmen? Danke für die Frage. Die Nasenatmung ist zu empfehlen. Wenn du natürlich nicht durch die Nase atmen kannst, dann atmest du durch den Mund. Aber die Nasenatmung ist auch daher zu empfehlen, weil man kürzlich erst herausgefunden hat, dass wir über die Nase Stickoxide in den Körper einatmen. Und die sind dafür zuständig, dass die Adern weit offen bleiben und dass der Sauerstoff gut fließen kann, das Blut gut fließen kann. Deswegen ist immer die Nasenatmung zu bevorzugen. Mhm. Ja? Also wir atmen durch die Nase, wir holen das Tempo raus, wir werden jetzt gleich, ich habe wie gesagt die App mitgebracht, die einen Sound vorgibt. Du wirst sehr genau hören, wann die Einatmung kommt und wann die Ausatmung kommt. Und wir werden das 2 Minuten nur machen, damit wir eine Idee bekommen. Wichtig ist, dass du in der Ausatmung auch den Atem entspannt fließen lassen kannst, dass du nicht presst, nicht drückst. Eben, das ist dieses, alles, was du beschreibst, ist für mich schon dieses richtige Atmen, weil du gesagt hast, nicht bewerten. Aber ich habe in deinem Buch auch gelesen, ist der Atem gestört, ist das Leben gestört. Das stimmt. Und dann denke ich mir natürlich, okay, oh weh. Ich fange jetzt erstmal an, richtig zu atmen und dann klappt es auch mit dem Leben. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Mit dem dann auch, aber vor allem mit mir selbst. Ja. Und ich finde das ganz, ganz, es klingt so einfach. Es ist auch so einfach und dann doch sehr schwer. Ne? Also weil wir fangen jetzt mal an. Wir fangen mal an, 2 Minuten nur. Ja. Und das Schöne ist, wie gesagt, Tempo raus. Und wenn du als Zuschauer das Gefühl hast, das ist mir zu lang, die 5 Sekunden, dann atme 4 Sekunden. Also dann halte ich nicht an den Sound, sondern atme so, wie es besser für dich ist. Wichtig ist, dass wir entspannt dabei atmen können. Mhm. Ja? Ich mache sie mal rein.
Das ist jetzt die Einatmung und denk an das Zwerchfell. Genau, und das ist die Ausatmung. Tief einatmen, genieß das, Tempo raus und ausatmen. Kiefer entspannen. Wenn du magst, legst du dir die Hand auf den Bauch. Einatmen. Aus. Und ihr könnt die Augen schließen. Ich mache das jetzt auch. Das Interessante, was jetzt passiert, ist, dass der Herzschlag sich mit der Pumpbewegung des Zwerchfells synchronisiert. Das heißt, Herz und Atembewegung pumpen plötzlich gleichzeitig. Und das entspannt dein Herz. Und wenn du willst, kannst du für immer so weiteratmen. Es entspannt unser Herz, es muss weniger pumpen. Und das ist sehr gesund. Und es gibt ein neues Modewort im Sportbereich, das ist die Herzratenvariabilität. Die steigt nämlich. Das heißt, du kannst sehr viel schneller aus stressigen oder angstvollen Situationen wieder runterkommen. Das heißt, dein Körper stellt dir Energie zur Verfügung für eine Situation, in der sie gebraucht wird. Du nutzt sie, du gehst nach vorne, du machst dein Ding und dann gehst du nach Hause und kannst dich wieder ganz schön entspannen. Das ist, wenn die Herzratenvariabilität hoch ist, das ist, was wir uns wünschen. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich habe mir gedacht, das hätten wir eigentlich noch vor der Aufzeichnung machen können. Aber ja, vielleicht reichen die 2 Minuten bei mir auch nicht. Und wir können das am Ende nochmal. Wir machen das am Ende nochmal und dann läuft die Kamera aber nicht mehr. Und dann machen wir das vielleicht 1 Stunde, bis das so bei mir so einsetzt. Ja. Mit, weißt du, ich hab das mit der tiefen Entspannung. Genau. Ja. Ich habe das nämlich, seit ich diese App, damit konditioniere ich mich schon seit Monaten. Und ich habe das im Urlaub beim Autofahren immer wieder gehört. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, dass in Situationen, in denen ich, in denen ich aufgeregt bin beispielsweise, mein Körper irgendwann automatisch einsetzt. Das heißt, das Ding muss trainiert werden. Und es macht aber so viel Sinn. Mhm. Die App heißt The Breathing App. Die kann man runterladen. Es gibt aber auch ganz viele andere unter dem Stichwort Paced Breathing. Mhm. Ich kriege da kein Geld für, ich bin einfach nur begeistert. Also weil es ein Sound ist, ne? Mhm. Sondern es ist nur, also du musst dich auf nichts anderes konzentrieren. Du kannst das beim Autofahren anmachen. Und wie willst du da gestresst sein? Oder? Das wäre jetzt eine Frage von Karin, die hast du jetzt beantwortet. Sie fragt, wie kann ich permanente Angespanntheit lösen? Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade demonstriert. Da muss ich noch was zu sagen, zu Karin. Ja? Liebe Karin, permanente Angespanntheit ist... kann man ganz gut lösen durch das neurogene Zittern. Mhm. Das ist eine körperliche, ich habe ja am Anfang gesagt, ich arbeite mental, emotional und körperlich. Es ist eine körperliche Angelegenheit. Es gibt da eine Übung für, in dem man das neurogene Zittern einsetzen kann. Das ist unsere angeborene Antwort auf Stress.
oder Anspannung. Ich bin immer, du merkst, wenn bei mir, sobald ich das Wort Stress sage, läutet eine Glocke, ist so, oh. Willst du nicht sagen? Ja, nein, ich werde da aufmerksam einfach, wenn ich das höre. Ich bin, ja, es ist eine angeborene Antwort auf eine Überspannung oder eine Hochspannung in unserem Körper, die wir mental zulassen können. Und es gibt da eine Übung für, die ich jetzt nicht in diesem Rahmen nicht vormache, aber es gibt, die habe ich in dem Buch beschrieben und die ist auch auf meiner Website zu finden, die du machen kannst. Und dann entlädt dein Körper von selbst Blockaden und Hormone und Anspannung, die im Körper drin ist. Und er findet den Weg, wenn zum Beispiel die Spannung in den Schultern und in dem Nacken ist, was sehr viele haben, dann wird dein Körper Bewegungen machen, um da hochzukommen. Also der Körper weiß genau und der will das den ganzen Tag. Der weiß genau, was er zu tun hat und weiß auch wie. Wir müssen ihn nur lassen und das müssen wir wieder lernen. Das ist ja unglaublich, dass wir das haben. Praktisch wie Tiere. Tiere zittern Spannung ab, kleine Kinder zittern Spannung ab. Wir als Erwachsene haben irgendwann mal gelernt, dass es ein Zeichen von Schwäche sein könnte und haben das dann angefangen, es zu unterdrücken. Mhm. Ne? Es ist also auch ein Zeichen für chronischen Stress in unserer Gesellschaft, also dass da irgendwas schief läuft, dass wir diese natürliche Antwort, die wir dabei haben, nicht mehr abrufen können, weil wir sie festhalten und es gar nicht mal wissen. Das ist so spannend. Ja. Du sagst auch den Körper einfach nur lassen. Also da kommt ja jetzt ein ganz großes Wort ins Spiel und zwar das Vertrauen. Wir reden viel über die Angst. Ja. Du schreibst auch in deinem Buch, Gegenteil von Angst ist das Vertrauen. Dann haben wir nicht mehr das Vertrauen in unseren Körper? Oder wie würdest du das sehen, wenn wir so viel Angst haben, so viel Ängste? Ja, ich glaube, Vertrauen spielt sich auf allen Ebenen ab. Wenn ich kein Vertrauen habe, dann, ja, wir haben kein Vertrauen im Körper, das stimmt. Wenn da viel Angst im Körper gespeichert ist, viele Erfahrungen, Erinnerungen drin sind, die ich nicht entladen habe oder nicht entladen habe, ja, dann kann ich nicht vertrauen. Das ist so. Aber es gibt also man kann dieses Vertrauen, was man vielleicht nicht mitbekommen hat im Leben oder vielleicht auch verloren hat auf dem Weg, was passieren kann, auch zurückgewinnen. Und das ist also, Vertrauen ist ja ein ganz wichtiges Wort. Und all die Menschen, mit denen ich gesprochen habe zu diesem Buch, und das waren viele, haben alle von der Wichtigkeit des Vertrauens gesprochen. Dass am Boden, also auf der anderen Seite der Angst, ist immer Vertrauen. Und da müssen wir, aber erstmal müssen wir durch die Angst. Und wenn wir da durch sind, du lädst also auch in deinem Buch, ja, wenn wir da durch sind, jetzt kommt's, tada, dann sind wir glücklich, leicht, frei, wir lebendig, genau. Wir selbst, pures, reines Bewusstsein, keine Angst mehr. Ja, weißt du, wer du Vertrauen. Bist, Laura, wenn du da durch bist? Du bist einfach nur noch mehr Laura. Du bist noch mehr du selbst. Ne? Ja, wir haben uns frei gemacht und wir machen vielleicht, wir leben das Leben unserer Träume vielleicht. Das ist jetzt so pathetisch, ne? Du tust, was du liebst, weil du keine Angst hast vor dem, was da draußen... Weil du keine Angst hast. Du beschreibst auch in deinem Buch drei große Angstsäulen. Es ist die Angst, nicht geliebt zu werden. Es ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und es ist die Verlustangst. Also da gehört ja jetzt auch dazu, wenn ich mich irgendwo verstecke und nicht die bin, die ich bin, weil du sagst, hey Laura, du bist dann einfach nur noch mehr du. Warum bin ich das denn dann nicht schon von Anfang an? Weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, vielleicht nicht geliebt zu werden, wenn ich etwas tue, was vielleicht nicht gut ankommt. Oder also das sind ja dann soziale Ängste, die wir da alle haben, die letztendlich Dauerstress sind. Ja, so kann man das ganz knapp und gut zusammenfassen. Es sind vor allem die Überzeugungen und Einstellungen aus unserer Kindheit tatsächlich, die wir gelernt haben irgendwann. Und wir sind blind für diese Einstellungen. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, wie viel Angst ich habe. Du merkst nur, wie gestresst du bist, also wie viel Angst du hast. Ja. Du sagst der erste Schritt, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen. Genau. Na, es sind Überzeugungen und die Sache der Überzeugung ist die, dass wir blind für diese Überzeugungen sind. Wir wissen nicht, dass wir ein bisschen dass wir in einem Autopiloten drin stecken. Und jedes Mal, wenn wir die Erfahrung wiederholen, ne, wir schauen, und das ist ganz natürlich, wir schauen durch ein bestimmtes Raster durch Leben. Das Raster könnte heißen, ich bin nicht gut genug.
Ja, das ist mir nicht so bewusst, aber ich sag's mir den ganzen Tag. Ja, ich habe dann eine Stimme, die sagt, boah, das ist jetzt nicht gut gesagt, Beata. Und ne, also ich habe die jetzt gerade nicht wirklich, aber nur so als Beispiel. Ich habe aber da was gehört. Ne? Also wir haben alle diese Stimmen in unserem Kopf, die uns sagen, und das sind diese Einstellungen, die uns, die hinterfragen wir gar nicht mehr. Mhm. Ne? Sondern das ist, wir denken, ja, das bin ich. Ich bin das, die das denkt und die das da gerade sagt. Und das ist ja auch richtig so. Du bist ja auch nicht gut genug, Beata. So. Okay, und was mache ich jetzt? Jetzt kommst du wieder als Atemtherapeutin ins Spiel und sagst, stopp, halte die Atme. Halte die Welt an und Mindshift. Denke richtig, um, Perspektivenwechsel. Genau. Du hast ganz viele Beispiele, kommt immer wieder vor in deinem Buch. Mindshift, Mindshift. Damit meinst du den Perspektivenwechsel. Wir bleiben jetzt an dem Punkt. Beata, du bist nicht gut genug, ist die Stimme bei dir. Du atmest, haben wir jetzt gerade über die App gelernt, hältst die Welt an und dann kommt dein Mindshift. Was passiert jetzt? Ja. Wie drehst du das um? Wie wird diese Stimme dann da leise? Ja, in dem erstmal ist der erste Schritt, ich bin mir bewusst. Ne? Ich bin mir bewusst, es ist nur eine Stimme. Ich bin das nicht, die das sagt oder die das redet. Es ist einfach ein Autopilot, der abläuft. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin schon einen Schritt draußen. Dann habe ich die Option, mir zu überlegen, wer wäre ich, wer bin ich, wenn ich frei bin? Ja, es gibt also du machst tatsächlich einen Faktencheck. Ja. Kann ich hier gerade sitzen? Ja, bin ich dafür gut genug? Ja, ich kann das. Sitzen geht. Ja, kann ich mit dir sprechen? Geht das? Ich kann. Also es ist ein Faktencheck. Ich komme raus aus diesem Lala-Land, Fantasien, ne? Weil die Angst ist ja, dass ich irgendetwas nicht hinbekomme, dass ich dann versage, dass ich nicht, ne, dass alle über mich lachen, und es geht dann so weiter und so weiter. Das ist der Film. Das ist wieder der Film, der da los ist. Also was ich mache ist, ich halte mich in diesem in der Realität fest. Mhm. Ich komme zurück auf diesen Stuhl und zählst erstmal die Fakten zusammen. Richtig. Und alles andere ist der Film, den deine Gedanken projizieren, was aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und ich hinterfrage diese Gedanken. Ist das wahr? Mhm. Ne? Kann ich absolut sicher sein? Und wer bin ich, wenn ich das nicht denke? Das ist eine Methode, die erwähne ich auch in dem Buch, die natürlich von Byron Katie kommt. Mhm. Ne? Die diese Methode entwickelt hat und vor allem verbreitet hat, was ganz wichtig ist. Und ich gehe eben ich frage mich, wer bin ich, wenn ich in meinem besten Selbst bin? Ja? Wer bin ich, wenn ich frei bin? Also ich hole mich zurück in einen Raum ohne diese Gedanken. Und ich glaube den Gedanken. Der Gedanke kommt rein, du bist nicht gut genug, aber ich hänge dem nicht nach. Also ich verbeiß mich nicht darin. Der Weg aber dahin ist, erstmal wahrzunehmen, dass er kommt. Wahrzunehmen, dass ich das nicht bin. Und wahrzunehmen, dass hier gerade alles in Ordnung ist. Mhm. Ja. Da Gabriele fragt, wie kann ich das Gedankenkarussell nachts abschalten? Ja. Also wir sind jetzt wieder bei diesen Gedanken. Du sagst, du hältst nicht fest. Monkey Mind beschreibst du auch. Ja. Da hüpfen die Affen in deinem Kopf. Ja. Und dann sagst du, jetzt schlaf bitte mal, zählt mal Schäfchen, liebe Affen. Ist aber nicht. Ja, was wirklich hilft, sind solche Apps, sind solche Atemübungen. Auch nachts? Auch nachts. Gerade die hilft mir beim Einschlafen oft. Okay. Die finde ich großartig. Es hilft, vorher in den Körper zu kommen. Also, dass du dich bewegst vorher. Ne, das ist, dass du tatsächlich auch müde bist, wenn du schlafen gehst. Mhm. In dem Moment, in dem du da bist, ist es wichtig, dass du, also in dem Moment, in dem du in deinem Bett liegst, ist es wirklich, wirklich wichtig, alle Störfaktoren auch erstmal zu beseitigen im Außen. Ist es dunkel genug? Hast du dein Handy draußen gelassen? Ist der Computer draußen? Ne? Wenn du dann aber da liegst und es hört nicht auf, frag dich, hinterfrag, also werd dir bewusst, das ist auch etwas, was ich mit Britta Hölzel besprochen habe, ne? Werd dir bewusst, dass welche Konsequenzen das für dich hat, dass dieses Herumgrübeln noch nie dir weitergeholfen hat und auch jetzt dir nicht weiterhilft. Mhm. Also wenn du ein sehr rationaler Mensch bist, könnte das dich unterstützen, zu akzeptieren, dass das Herumgrübeln nicht hilft und du wirklich den Willen hast, auszusteigen, sagst, nur, stopp, jetzt mache ich es nicht mehr. Ich bringe den Fokus jetzt auf meine Atmung im Körper
Und dieses neurogene Zittern, was ich gerade schon erwähnt habe, wenn du das kurz vor dem Schlafengehen machst, unterstützt das noch nachträglich. Die meisten Menschen können dann besser schlafen, wenn sie vorher 15 Minuten zittern. Also es waren jetzt so ein paar Tipps. Also das wäre jetzt zum Beispiel wieder das neurogene Zittern. Und das hast du jetzt auch auf deiner Website beatacuriot.de. Ja. Gibt es ein kleines Video zum neurogenen Zittern. Richtig. Wenn man jetzt das nicht gleich weiß, wie man das zu Hause machen soll. Genau, bitte schaut euch das Video an. Mhm. Es ist eine sehr simple Übung. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib mir. Mir ist das total wichtig, dass die Übung auch ankommt. Und ich höre aber, dass es möglich ist, durch das Buch und durch das Video, dass die Menschen tatsächlich in dieses Zittern kommen und wunderbare Erfahrungen machen und tatsächlich besser schlafen. Auch das Feedback habe ich schon bekommen. Mhm. Ich habe jetzt hier gerade auch noch mal eine Frage, weil ich habe viele Fragen. Also das Thema Angst betrifft uns ja alle. Ja. Jetzt fragt Hanna, wie kann ich so ein Dauerstressgefühl loswerden? Also jetzt nicht nur nachts irgendwie die Gedanken, sondern sich einfach gestresst fühlen. Und zwar schon, dass ich morgens aufwache und schon dieses Gefühl habe, Stress. Mhm. Und es sind wahrscheinlich Sorgen, was alles gemacht werden muss über den Tag. Genau. Ja. Also du hast es dann schon im Kopf. Ich muss hier Steuer, E-Mails, Kinder vom Kindergarten abholen, keine Ahnung, kochen, waschen, bügeln oder Verträge schreiben. Einerseits treibt sie mich an, ich bin dadurch aktiv. Andererseits fühlt es sich den ganzen Tag über sehr unangenehm an. Ja, liebe Hanna, dass es dich antreibt, ist sicher richtig. Ich frage mich aber, würdest du es nicht trotzdem auch tun, wenn du dich nicht antreiben würdest? Ne? Natürlich stehe ich auf und bin für die Kinder da. Natürlich bringe ich sie zur Schule. Natürlich mache ich meinen Job. Wir meinen oft, wir bräuchten einen Antreiber. Der Antreiber setzt aber immer nur noch einen Punkt unter unsere To-Do-Liste, sobald ein Punkt abgehakt ist. Also erstmal dieses Bewusstsein schaffen, du, ich habe da einen Antreiber, der ist ziemlich mächtig. Und der Weg, da rauszukommen, ist, also oft ist es so, wir machen nichts mit dem Antreiber, sondern wir trainieren etwas Neues. Und wenn es so ist, dass du den ganzen Tag, wie vorhin auch schon jemand anderes, eben unter so einem Dauerspannungsmodus bist, dann hilft nur eine tägliche Praxis, um da auszusteigen. Und es gibt sehr viele Meditationen, die wir üben können, oder Atemübungen, die wir üben können, die etwas in unserem Hirn machen. Die stärken den Hippocampus und der ist dafür zuständig, dass wir eben besser bei uns bleiben können und eben nicht abdriften. Denn das ist, was den ganzen Tag passiert. Weil du möchtest zur Ruhe kommen, aber guckst den ganzen Tag in die andere, in die Ecke. Jutta fragt es, wie finde ich Ruhe? Es ist genau, was du sagst, immer wieder. Genau, die Schwierigkeit ist, dass wir das ewig und ewig und ewig trainiert haben. Und die Mindshifts, die ich in dem Buch beschreibe, die sind alle sehr simpel und sehr leicht, um auszusteigen aus so einem Hamsterrad. Die Schwierigkeit besteht nur darin, das wirklich von Moment zu Moment zu trainieren. Es muss eine Lebenshaltung werden. Wir müssen das, und wir sind da nicht alleine, ne? Wir müssen das in unsere Schulen tragen, wir müssen das mit unseren Kindern machen. Es muss ein Teil unseres Lebens werden, so sehe ich das. Anders funktioniert es nicht. Und ein Weg am Morgen, weil sie ja sprach, sie wacht morgens auf und dann ist direkt das da, das stimmt nicht, weil ich hab tatsächlich gerade diese Situation beschrieben in dem Buch. Es gibt eine Nanosekunde, wenn in dem Moment, in dem wir aufwachen, ist erstmal nichts. Ne? Da ist so eine Nanosekunde vielleicht nichts und dann kommt das ganze Leben zurück. Die ganzen Gedanken nämlich kommen dann zurück, die uns eben in wie automatisiert durchs Leben laufen lassen. Und irgendwie verlieren wir uns auf dem Weg. Ne? Aber in dieser Nanosekunde, in der erstmal nichts passiert, also wirklich der Moment nach dem Aufwachen, nimm da das Tempo raus. Atme etwas tiefer und setz dir eine Intention für den Tag. Wie möchtest du dir heute begegnen? Ja? Wenn es liebevoll ist, dann gehst du hin und sagst, ja, ich möchte Liebe heute.
Ich begegne mir liebevoll heute. Mir und wenn ich mir liebevoll begegne, dann begegne ich anderen liebevoll. Wenn ich Ruhe haben möchte, dann richtest du dich aus. Das ist eine Intention. Und dieser erste Gedanke am Morgen, der hat eine mega Kraft. Und den ruf immer wieder ab, den ganzen Tag. Erinnere dich. Mein Job ist es eigentlich nur, dich, also die Menschen, mit denen ich arbeite, zu erinnern, zurückzukommen. Immer wieder zurückzukommen. Wir kommen raus aus diesem Wahnsinn, wir holen es über den Atem beispielsweise, über den Körper zurück in den Moment und wir erinnern uns, was wollten wir eigentlich hier nochmal? Ne? Ja, genau. Warum bin ich eigentlich hier? Ja, warum bin ich hier? Wie will ich mir selbst begegnen? Und das ist das Wichtigste in der Welt, weil das ist die Beziehung zu mir selbst, ist die Basis aller Beziehungen, ist noch wichtiger als die zu deinen Kindern. Weil das ist das, was wir unseren Kindern beibringen. Mhm. Geh liebevoll mit dir um, nimm dir Zeit, nimm das Tempo raus, immer und immer wieder. Birgit fragt auch, wie komme ich aus dem Fluchtmodus wieder raus? Es ist auch das, was du sagst, also dieses Getriebensein dann vielleicht auch. Das ist ja auch, was wir mit Stress verbinden. Wenn ich jetzt denke, okay, ich habe Stress, dann denke ich, ich habe zu wenig Zeit. Du sagst, Laura, du meinst Angst, aber ich denke, nee, Beata, ich habe eigentlich zu wenig Zeit. Ich bräuchte noch eine Stunde mehr am Tag, um das alles zu schaffen. Also einen enormen Druck. Dann fange ich an, durch den Tag zu laufen und das ist dieser Fluchtmodus, den sie gerade beschreibt. Birgit beschreibt den Fluchtmodus und Flucht heißt ja eher sich zurückziehen, also rausgehen aus Situationen. Mhm. Ne? Und was wir machen könnten, das ist eben das, was Wissenschaftler machen, aber die haben es bei uns abgeguckt, bei uns Achtsamkeitstrainern und Yogis. Du kannst eine Fluchtreaktion tatsächlich verwandeln in eine Herausforderungsreaktion, also in eine Mutreaktion. Das heißt, du spürst an erster Stelle ist immer wahrnehmen. Du spürst, dass es da ist. Der zweite Schritt ist, du erlaubst das. Erlauben heißt nicht, ich flüchte, ich hau wirklich ab, sondern ich spüre mal, was ist denn das? Was passiert denn da, wenn ich diesen Fluchtimpuls habe? Ne? Was passiert bei dir, wenn du einen Fluchtimpuls hast? Irgendwie wird es irgendwo heiß, kalt, mein Psoas verspannt sich, ich möchte irgendwie nach vorne gehen, also mich zurückziehen. Das nimmst du wahr und du atmest währenddessen. Das Interessante in dem Moment, während du atmest und das wahrnimmst, machst du eine neue Erfahrung. Du bist nicht mehr im Fluchtmodus, du bist schon einen Schritt draußen. Du machst eine multisensorische Erfahrung, dass nämlich es auch anders geht, dass du atmen kannst, dass du nicht flüchten musst, für einen Moment. Ne? Und dann ist der dritte Schritt, diese Energie, die da ist zum Flüchten, zu nutzen. Also erstmal zu nutzen, um das, was da ansteht gerade, auch zu bewältigen. Also nicht dich zurückziehen, sondern eher den Schritt nach vorne wagen, in etwas Neues, aus deiner Komfortzone heraus. Und zum Beispiel, wenn du dein Herz schlagen hörst, dass du dir sagst, hey, das ist mein Herz, das will mich in meine Kraft bringen. Das ist, das ist mein Körper, der will, dass ich hier was Schönes auf die Beine stelle. Oder was Wichtiges, wenn das jetzt gerade nicht schön ist. Aber etwas Wichtiges, etwas Sinnvolles. Denn wann haben wir immer diese Reaktion, wenn etwas, was uns wichtig ist, in Gefahr ist? Ne? Dann reagieren wir. Also du kannst eine Fluchtreaktion in eine Mutreaktion verwandeln. Erstmal, indem du da bleibst und es zulässt und dann eben diese Energie für etwas vollkommen Neues nutzt, was man ganz anders machst, als du es bisher immer gemacht hast. Wieder dieser Mindshift. Ja. Etwas Neues. Genau. Flucht auch wieder. Du hast auch gesagt, wir verstecken Gefühle. Also es ist auch diese Angst, durch die wir jetzt mal erkennen dürfen. Es ist Angst, die wir spüren dürfen, um auf die andere Seite der Angst zu kommen, weil da alles ist, was du dir wünschst. Und auch Flucht, dieses Getriebensein ist ja auch, wovor laufe ich eigentlich weg? Was holt mich da ein? Was ist diese große Angst, die hinter mir her ist, dass ich schon nicht mehr atmen kann? Ja. Du redest auch über diese versteckten Gefühle, die wir jetzt wieder zulassen dürfen in deinem Buch, die wir fühlen dürfen. Ja, genau, weil die Angst
uns ja eben flüchten lässt oder ne, kämpfen oder flüchten oder was auch immer. Und wenn wir aber da bleiben, dann kommt die Wahrheit ans Licht sozusagen. Was ist denn eigentlich hier gerade los? Und dann, ja, dann. Und dann kommen wieder diese Ängste. Entweder habe ich Angst, kommt diese Verlustangst oder diese Angst, nicht genug zu sein, eben hier die Kontrolle zu verlieren, nicht geliebt zu werden. Du sprichst auch in deinem Buch, und das finde ich schön, von falschen Ängsten oder der falschen Angst, nicht in Sicherheit zu sein, zum Beispiel. Irgendwie. Wir reden so viel über eben Angst, Angst, Angst in deinem Buch. Es geht eigentlich nicht um Stress, es geht um Angst und auch die falsche Angst. Richtig. Es gibt, was auch wieder echte, nicht die Realität ist. Was ist eigentlich wirklich? Genau. Du bist hier in Sicherheit. Genau. Das ist wieder das, was die Gedanken dann auslösen. Richtig. Vermeintlich eine Situation kreieren, die nicht der Realität entspricht. Ja. Also es gibt echte und falsche Ängste. Und echte Angst hast du in dem Moment, in dem du wirklich in irgendeiner Gefahr bist. Ne? Und das der Tiger steht jetzt vor mir. Genau, und dann ist das natürlich fantastisch, dass dein Körper dir diese Energie zur Verfügung stellt, dass du nämlich die Beine in die Hand laufen kannst und abhauen kannst. Und oder wenn das kein Tiger ist, sondern irgendwie ein Nachbar, der nicht ganz so stark ist wie du, dann kannst du kämpfen. Und das ist natürlich erstmal genial, dass wir diese Fähigkeit haben, zu flüchten und zu kämpfen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Die falsche Angst und die richtige Angst. Genau, falsche Angst. Es gibt die richtige Angst. Und also dann das ist der ist Tiger aber, steht genau. vor mir und will mich jetzt fressen. Danke. Und die ich habe es wieder. Ich habe den Faden. Okay. Also wenn wir die Situation aber überstanden haben. Und sie zum Beispiel nicht abschütteln, wie Tiere es machen. Ne? Weil der Körper ist sehr tierisch. Ne? Und der Körper will abschütteln, will diese Anspannung entladen. Dann geben wir dem Körper das Signal oder unserem System das Signal, dass wir immer noch nicht in Sicherheit sind. Weil die Anspannung noch im Körper ist. Die Angst ist noch im Körper. Und dann passiert was Interessant ist, dass wir nämlich anfangen, falsche Ängste zu entwickeln. Dass wir das nächste Mal, wenn wir jemanden sehen, der so aussieht wie ein Tiger, dann den Tiger sehen innerlich. Mhm. Und wir wiederholen die Erfahrung. Für den Körper ist es egal. Also wir sehen den Tiger, wir empfinden Angst, wir wiederholen das Schema. Und für unseren Körper ist es egal oder nahezu egal, ob wir die Situation wirklich erleben oder uns nur vorstellen. Ne? Weil er erlebt dasselbe und der Effekt ist dasselbe, auch für unseren Körper hören, auch für das Gehirn. Und wir müssen aus wir schulen also unsere falschen Ängste, und der Weg daraus ist eben auf diesen drei Ebenen. Ne? Und ein Weg ist eben dieses Abschütteln. Das ist ein sehr physischer Weg. Zittern. Genau. Davon sprechen sehr viele, auch Sportler, dass die ihre, du musst etwas mit dieser Angst, mit diesem Kitzel, die reden oft gar nicht mal von Angst, sondern von diesem Kitzel, der da ist. Mit dem musst du was anfangen. Du musst dich bewegen. Du musst also physisch etwas tun, um es abzuschütteln. Mhm. Und dann hören auch diese falschen Ängste auf. Ich habe was total Interessantes gehört, das würde ich gerne erzählen. Mhm. Und zwar hat mir der David Burchelli, von dem ich das neurogene Zittern habe, erzählt, dass Menschen, die zum Beispiel aus einer traumatischen Situation, nehmen wir mal an, das ist ein Haus in 9/11, ne, zusammengebrochen, die Menschen, die da auf Bahren rausgetragen wurden, die haben posttraumatische Stresssymptome entwickelt. Und diejenigen, die da vielleicht, die da sich selber aus der Situation herausholen konnten, vielleicht genauso oder ähnlich verletzt waren wie diejenigen auf den Bahren, die haben diese nicht so sehr, diese falschen Ängste, die wir dann nachträglich, die uns nachträglich das Leben schwer machen. Das fand ich ganz interessant. Also es ist immer wichtig, in dieses Sicherheitsgefühl zurückzukommen. Mhm. Denn wenn du aus der Situation draußen bist, bist du ja sicher. Aber unser Mind will das nicht glauben. Also wir fangen dann dieses Kopfkino an. Der Weg ist, also es ist wichtig, rauszukommen und unserem Körper das Gefühl zu geben, dass wir sicher sind.
Dazu hast du auch eine schöne Praxis in deinem Buch. Ich weiß nicht, ob das schon der Superheld ist oder die Superheldenkräfte, die man da auch wieder schulen kann bei sich. Die geht ungefähr so, wenn ich das mich jetzt richtig erinnere. Ich bin sicher, ich bin gesund, ich bin frei, ich bin glücklich. Vielleicht? Ja. Das ist ganz wunderbar. Du kannst dir nämlich bei Wie dieser... Wie nennst du die? Das ist die Metta-Meditation. Und das ist nachweislich eine Meditation, die unser Mitgefühl stärkt und schult und eben den Hippocampus stärkt. Das sind beziehungsweise die Bereiche in unserem Hirn, die dafür zuständig sind, dass wir Emotionen besser verarbeiten können, dass wir uns eben nicht, dass wir nicht in diesen, also uns nicht zurückziehen, sondern eher nach draußen gehen und mit, also so ein globale Bürger werden. So sagt das Tanja Singer, von der kommt dieser Aspekt in meinem Buch. Die hat ganz wunderbare Studien eben gemacht mit in einem noch nie dagewesenen Umfang, wo sie genau das untersucht hat. Und du kannst nämlich bestimmte Bereiche mit bestimmten Meditationen schulen. Und die Metta-Meditation ist eine, die das Mitgefühl stärkt und prosoziales Verhalten stärkt. Das ist also eine sehr simple Meditation, die wir auch mit unseren Kindern machen können in Schulen. Und das, was du gesagt hast, können wir alles nehmen. Und du kannst eigentlich alles nehmen, was sich gut für dich anfühlt oder was du gerade brauchst. Du kannst sagen, möge ich gesund sein, möge ich frei sein, möge ich glücklich sein. Und das beziehst du erstmal auf dich, ne? Dann wiederholst du das vielleicht dreimal, dann beziehst du das auf jemanden, den du sehr gern magst. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Die Metta-Meditation beginnt damit, dass wir uns vorstellen, wie uns jemand, also auf uns schauen, wie eine Mutter auf uns schaut. Ja, also wirklich in diese Liebe reingehen. Ja, und dann sagen wir, es ist wichtig, dass wir also tatsächlich nicht nur das wiederholen, sondern dass wir das auch spüren. Möge ich glücklich, möge ich frei, möge ich sicher sein. Ja, sicher eben, sein. Das finde ich, genau. Nimmt mir sofort das Gefühl von Angst, wenn ich mir sage, Laura, du bist sicher. Ja, du bist sicher. Genau. Das ist immer dieses Vertrauen auch, sicher zu sein. Richtig. Du hast auch gesagt, genau, dieses Schulen von Mitgefühl und Zusammengehörigkeit, das Gefühl von Zusammengehörigkeit ist wichtiger als Zähneputzen. Das finde ich super. Ja. Für alle Kinder, die jetzt hier mit ihren Eltern uns verfolgen, die, genau, gut aufgepasst, es geht nicht nur ums Zähneputzen, sondern auch, also nicht nur, muss man sagen, nicht, dass jetzt keiner mehr Zähne putzt, das wäre ja auch fatal, aber dass dieses Schulen von Mitgefühl so wichtig ist. Ich habe das als Beispiel genannt mit dem Zähneputzen, weil wir ja 3 Minuten ein paar Mal am Tag haben und haben wir diese Zeit, das ist eben wichtiger und das sind auch nur ein paar Minuten, ne? Haben wir die Zeit, uns hinzusetzen und diese Meditation zu machen. Also man kann es schulen, es ist nachgewiesen, dass es möglich ist und alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen uns hinsetzen und es tun und die sich entscheiden, sagst du, es ist die Entscheidung plus Wille, dass man das richtig dann auch wirklich durchzieht und das dann. Ja, wenn du etwas verändern willst, musst du trainieren. Da sehe ich so ein bisschen wie die Spitzensportler, Leistungssportler. Wenn du etwas verändern willst, dann musst du trainieren und dann suchst du dir ein Ziel, was du wirklich, du kannst Mitgefühl trainieren, genauso wie du Basketball Vertrauen trainieren kannst. Und genau. Vertrauen trainieren kannst, sagst du. Und das finde ich so, das tut so gut, weil man kann sagen, ja, okay, die ist jetzt halt einfach mit einem unglaublichen Gottes Vertrauen geboren und du bist eben einfach so stark und positiv und selbstbewusst und der andere hat halt weniger abgekriegt, aber das ist es nicht. Man kann sogar das Vertrauen trainieren und dann auch hier irgendwie stark im Leben stehen in seiner Schöpferkraft. Richtig. Und ich bin bestimmt der größte Schisser auf der Welt. Also ich kenne Ängste sehr gut und ich glaube, deswegen ist das auch mein Herzensthema. Ich bin ein Mensch, der unglaublich viele Ängste hatte in seinem Leben und ich hatte eigentlich keine Wahl. Ich musste mich mit denen auseinandersetzen, sonst würde ich jetzt, glaube ich, nicht hier sitzen können. Schön, dass du sagst, hattest, und ich fand das auch, hat mich sehr berührt, die Geschichte von dir, wie du überhaupt dazu gekommen bist, als erstes zu Yoga letztendlich, weil du hast ja Politik studiert oder angefangen mit Politik, Medienwissenschaften und Germanistik.
Möchtest du uns vielleicht da auch noch mal kurz erzählen, warum es dann letztendlich nicht bei diesem Weg blieb, sondern... Ja, sehr gerne, weil ich erzähle es ja auch in dem Buch. Ja. Tatsächlich ist mit, das war, als ich 21 war, ist mein Bruder, und der war 20, gestorben. Und das kam so, das war ganz plötzlich durch einen Unfall. Und für mich war das eine absolute Zäsur in meinem Leben. Und ich konnte nichts mehr so weitermachen, wie ich das bis dahin gemacht habe. Denn habe ich gedacht, mein Gott, das Leben ist kurz. Also ich kann, es macht keinen Sinn, etwas zu machen, was du nicht liebst. Und mein Germanistikstudium habe ich nicht geliebt. Das ging nicht. Also, und ich hätte es aber durchgezogen. Ich hätte es durchgezogen für meinen Vater, um es ihm zu beweisen. Ich habe es nicht getan, weil ich an dem Punkt tatsächlich einmal so richtig durchgerüttelt wurde und kein Licht mehr gesehen habe und auch mir nicht mehr vorstellen könnte. Also es war einfach alles in Frage gestellt. Und da habe ich ganz klare Entscheidungen getroffen. Und dazu gehörte, dass ich eben nichts mehr mache, was ich nicht lieben kann. Und da bin ich bis heute mit beschäftigt. Und was gut ist. Ne? Du bist ja da, weil du auch gesagt hast, du hattest selber so viele Ängste und ja. Du musstest dich für dich mit diesem Thema Angst beschäftigen, ja. Und teilst es jetzt mit uns in diesem richtig. Wundervollen Gehirn. Ich bin zum Beispiel als Kind ständig in Ohnmacht gefallen vor Angst. Okay. Tatsächlich. Mhm. Ja, und also das ist nur so als Beispiel. Ich kenne Ängste richtig, richtig gut. Ich kenne Todesangst. Ich kenne auch Momente, wo man keine Todesangst hatte. Das war nach dem Tod meines Bruders. Das war aber, weil es mir egal war. Das heißt nicht, ich hatte keine Todesangst, aber es wäre egal gewesen, ob ich jetzt gehe oder nicht. Eine gewisse Gleichgültigkeit. Ja, ich habe so ein bisschen das Leben provoziert, habe ich geschrieben in dem Buch. Ich habe einfach mal geguckt, so was. Also ich bin so an die Schwelle. Ich wollte an die Schwelle rangehen. Ja, genau. Aber ich hätte es nie irgendwie willentlich machen können, um nicht meinen Eltern nochmal dasselbe Empfinden zu geben, es war für mich unerträglich. Und ich habe es ertragen am Ende, aber ich wollte nicht, dass meine Eltern dasselbe Gefühl nochmal erleben. Und deswegen musste ich etwas verändern. Und das war eben so ein Eid mit mir selbst. So ab heute machst du nicht mehr, was du nicht wirklich willst. Und das Erste, was ich, womit ich aufgehört habe, ist dann mit dem Studium. Dein Studium. Und du hast auch gesagt, du bist da eben durch die Einsamkeit und durch die Dunkelheit gegangen, ja, in dieser Zeit. Über Jahre. Ich war wirklich lange Zeit sehr traurig. Deswegen glaube ich, alle Gedanken, die ich höre von Menschen, mit denen ich heute arbeite, die kenne ich alle. Also ich kenne keine Angst, die ich nicht schon mal selber hatte. Sehr authentisch, genau, ja. Auch dieses Buch, das du schreibst, es ist deine hundertprozentige Erfahrung, ja, die du gemacht hast, weil, ja, du sagst ja auch zum Schluss, sagst du, du hast ein unerschütterliches Vertrauen und eine grenzenlose Lebensfreude. Ja. Und ja. So erlebe ich dich heute auch sprühend und lebendig. Ja. Und das ist letztendlich alles, was in diesem Buch steht, was, ja, dich dann heute hier, ja, und Laura, dahin gebracht hat. Genau. Und es ist meine Erfahrung, aber es ist nicht nur meine, sondern ich habe jetzt mittlerweile seit über 20 Jahren, vielleicht noch länger, arbeite ich mit Menschen, die unter Druck stehen, die Angst haben, die das auch gut kennen, Ängste. Und das ist die Erfahrung all dieser Menschen, die sich darin widerspiegelt. Das ist einfach nur, dass ich immer wieder sehe, mein Gott, am Ende sind wir doch alle gleich, haben dieselben Ängste. Es sieht nur anders aus bei dir als bei mir manchmal. Und doch ist es eigentlich immer nur ein Gefühl, und mit diesem Gefühl können wir umgehen. Denn du hast es ja überlebt. Ich habe es ja überlebt. Ich sitze ja hier. Ne? Und dann ist irgendwann, werden diese Geschichte, die ich erzähle von meinem Bruder, ist eine wunderbare, es ist meine Geschichte, aber und es ist eine Liebesgeschichte. Ne? Es ist, ich muss die Angst, die ich damals hatte, oder auch die ist nicht, also das ist eine Liebesgeschichte. Es ist nicht etwas, die noch in meinen Zellen sitzt. Das, was der Tod meines Bruders mit mir damals gemacht hat, das ist draußen, würde ich sagen. Das ist verarbeitet. Verarbeitet, oder dieses, ja, es ist kein Trauma hängen geblieben, es ist dann rausgezogen.
zittert vielleicht auch. Ja, und das war einer der Schlüssel. Es waren eben diese drei Dinge. Es hört sich so simpel an, aber es war der Atem, der mich dahin brachte zunächst, ne? Zu mir zurückzukommen. Wenn du atmest, tief und frei atmest, dann wirst du lebendig. Es geht gar nicht anders. Mhm. wir haben so Atemmuster entwickelt, die uns alle so ein bisschen so überleben lassen, aber nicht wirklich in unserer Lebendigkeit halten. Und wenn du ich beschreibe in dem Buch den verbundenen Atem beispielsweise, das ist ein Atem, der eigentlich unser ganz natürlicher Atem ist. Die allermeisten Menschen atmen aber nicht mehr vollkommen ein und vollkommen aus. Und die erinnert mich auch mal wieder. Ich jetzt gerade auch nicht, weil ich so viel erzähle. Aber die Idee ist wirklich, dass du vollkommen einatmest und den Atem fließen lässt und nicht die Kehle verengst und nicht nachpustest, nicht nachpresst. Ne? Aber man lernt es auch eigentlich gar nicht, nein, das Atmen. Also das ich denke ja so da irre. Immer bei Atmen, okay, das sind dann die hochschwangeren Frauen in irgendwelchen Kursen, die sich dann irgendwie auf ihren Atem konzentrieren müssen, ist nichts für mich und ja. Für Männer schon gleich gar nicht. Stimmt aber nicht. Wir alle atmen doch. Aber du sagst auch, der Atem atmet dich. Richtig. Du wirst geatmet. Du wirst geatmet, wenn du es zulassen kannst. Ne? Das ist die Erfahrung, also die Atmung. Also könnte ich auch einfach nichts machen. Je mehr Gedanken ich mir mache, desto komplizierter wird es mit dem Atmen. Ja. Dann vertraue ich doch einfach mal meinen Atem. Naja, heute, jetzt nicht mehr. Jetzt kann, Schluss, das ist doch zu noch spät. Mal zurück zu essen. Nein, denn wir können, wenn wir uns ein bestimmtes Atemmuster entwickelt haben, ich bin jetzt 46, ich habe das über Jahre, meine Muster entwickelt, wenn ich denen vertraue, dann bleibe ich in so einem, ne, dann bleibe ich in diesem Kasten, dann bleibe ich im Autopiloten. Der Atem ist gut und wichtig und die Muster waren auch wichtig, um zu überleben. Ne? Wir alle haben bestimmte Atemmuster entwickelt und das fängt ganz früh an, wenn unsere Kinder nämlich, wenn die weinen, was machen die dann? Die machen so. Mhm. Also die halten. Oder atmen gar nicht mehr, wenn sie schreien. Ja. Und du denkst dir dann, dein Kind, atmen. Oder fallen die in Oma. Atmen, halten einfach den Atem genau. An. Und das Ding ist nämlich, was wichtiger wäre, was lebendiger wäre, was sofort die Emotionen loslassen, also fließen lassen würde, wäre, wenn wir unsere Kinder und uns selbst dazu anhalten würden, den Atem, also weiter zu atmen, eben nicht 10-mal den Atem anzuhalten in einem Atemzug, sondern weinen und atmen gleichzeitig. Das geht. Das geht. Das geht. Genau. Und was dann passiert ist, dass du dich danach wirklich freier fühlst. Das ist eine ganz andere Befreiung, als wenn ich den Atem kontrolliere. Können wir jetzt auch alle mal ausprobieren? Wir weinen jetzt einfach mal und atmen dazu, ob das wirklich geht, was du sagst, Beate. Aber das ist das geilste Gefühl in der Welt, wenn du das schaffst. Die wenigsten. Es ist wirklich so, es ist sehr schwer, wenn wir eine Emotion wie Trauer, Angst, Wut, Ärger spüren, dann weiter entspannt weiter zu atmen. Aber da muss ich dann wahrscheinlich doch erstmal wieder raus aus meinem Körper, um erstmal zu erkennen, in welcher Emotion stecke ich denn gerade. Ich glaube, dann bist du schon so tief drin, dass du gar nicht raus kannst. Ah ja. Aber was du machst, und das habe ich versucht vorhin zu beschreiben, du hältst dich an den Dingen in diesem Raum fest. Mhm. Du hältst dich, wenn wir uns anschauen, ne? Und du bist in dieser Emotion, dann hältst du dich an meinen Augen fest. Also du hältst dich im Moment, bleibst bewusst und atmest und spürst die Emotion. Mhm. Will sagen, so simple, das sind so ganz kleine, simple Übungen, aber die haben es echt in sich. Ne? Und die habe ich nicht alleine entwickelt, die habe ich mit den ganzen Leuten, die ich gearbeitet habe über 20 Jahre, oder eben auch so ein Geschwindner, den ich gefragt habe. Also das ist der Trainer von Dirk Nowitzki. Ja, genau. Das hat mich total umgehauen, als ich den fragte, was macht denn so ein Dirk, wenn der unter Druck gerät auf dem Spielfeld, ne? Wenn es um die NBA-Finals geht zum Beispiel. Und da gibt es tatsächlich ein Beispiel, wo das war der letzte Korb, letzte Sekunde, der Korb musste rein und dann ist das Spiel gewonnen und dann haben alles gewonnen. Und der sagte mir, singen. und das ist... Ich konnte erstmal habe ich gedacht, der verarscht mich. Ja. Es kann nicht sein, dass die da singen auf dem Spielfeld. Und total unprofessionell. Ja, vollkommen. Dafür hätte ich auch zu Hause bleiben können. Singen. Ja.
Das ist ein bisschen wie das Pfeifen im Keller, sagte er. Okay. Ne? Aber es ist nicht nur das. Der weiß nämlich ganz genau, wie man lernt und wie man, dass Erfahrungen und Körperarbeit wichtig ist und Gefühle wichtig sind. Und was der nämlich seinen Jungs und Mädchen im Training beibringt, ist, dass die beispielsweise zu Jazzmusik Basketball spielen müssen. Und jeder, der bei ihm lernt, muss seine eigene Lebensmelodie entwickeln. Und das ist die abrufen, wenn die dann auf dem Spielfeld stehen. Die summen, die spüren die in ihren Zellen. Das ist ein Gefühl, was die abrufen, was die unendlich oft trainiert haben. Und das möchte ich, also das ist das, was ich mir wünsche. Man kann sich seinen eigenen Siegersong suchen. Seinen eigenen Soundtrack machen. Ja. Das ist doch auch eine schöne Hausaufgabe für uns alle, weil ich sehe schon wieder, Beata, wir reden schon eine Stunde und wir haben auch noch so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Die müssen wir natürlich eigentlich auch noch beantworten, aber viele Fragen werden ja in deinem Buch beantwortet. Ja. Ich finde, da sind so viele Praxen mit dabei und diese kleinen Boxen mit Mindshift immer wieder und auch Meditationen. Ja. Und Videos auf deiner Homepage beatacuriot.de, da steht ja auch nochmal ganz, ganz viel. Und diesen Soundtrack, das finde ich ganz schön, also das werde ich jetzt auch gleich mir nochmal überlegen und den dann immer so ein bisschen summen. Das kann man ja einfach auch immer so für sich, weil wenn der NBA-Spieler da vor dem Korb steht und summt, also ich habe es nicht gehört, muss ja auch gar nicht jemand anderer hören. Kann genau, man ja so für sich auch. Das kannst du innerlich abrufen. Also falls es peinlich sein sollte, wenn du an der Bushaltestelle singst und stehst oder wo ja. auch immer. Weil das Interessante, ganz kurz noch, ist das Interessante, wenn du singst, ist auch, dass du automatisch verbunden atmest. Also dieses richtige, falsche Großartig. Atmen. Großartig. Beim Singen. Zwei Fliegen, hätte ich schon fast ja. gesagt, mit einer Klappe. Absolut, aber wir wollen auch so keine das. Tiere töten. Na, das also stimmt. Insofern lieber und nicht. Ich würde die Fragen, die du hast, die würde ich sehr gerne beantworten, auch dann im Nachhinein. Ja, also, ich das finde ist mir das ganz wichtig. Dafür danke ich dir jetzt ja. auch schon an dieser Stelle, weil es sind wirklich... Ich werde die schriftlich dann beantworten. Ja, wirklich, wirklich wichtige Fragen auch, weil mhm. es geht um Angst und Angst ist was dich tatsächlich in den Wahnsinn treiben kann und auch völlig verzweifelt macht. Und ja. ich weiß, dass du auch wirklich Leute durch die Angst begleitest ja. und da der Profi bist, insofern gebe ich dir jetzt gleich mal diese Fragen. Vielen Dank. Direkt in die Hand. Ja. Danke, dass du die noch beantwortest, wenn wir das jetzt auch nicht live machen können. Die Stunde ist um, Beata. Großartiges Buch. Weißt, ich habe es gelesen. Genau. Man kann dich auch nicht brennen. Was ich machen könnte, ich könnte die Fragen online stellen, ohne Namen, sodass jeder sehen, also die Antworten auch finden kann für sich, sodass wir die alle daran teilhaben. Das würde ich gerne. Ja, ohne Namen zu nennen. Danke. Genau. Ich wusste, wir finden einen Weg. Und die Redaktion hilft uns bestimmt auch noch. Ja. Und es bleibt auf jeden Fall anonym. Und ich sage danke, Beata. Dieses Buch hat mich auch so viel gelassener, fröhlicher und leichter gemacht. Ist im Handel. Goodbye, Stress. Jetzt dürfen wir es ja noch einmal sagen. Das Ein letztes Mal und dann nie wieder. Schön, dass du da warst, Dankeschön. Beata. Dankeschön. Danke.